Ja, hallo zusammen, willkommen zu meinem neuesten Video. Mein Name ist Jörg. Schön, dass ihr zu mir gefunden habt. Heute steht die Kamera hier neben mir. Ein bisschen näher. Was es damit auf sich hat, das erklärt euch ja schon der Videotitel. Es geht um die Apple Watch Serie 4 und die EKG-Funktion. Alles Weitere jetzt hier in diesem Video. Ja, mit der Apple Watch Serie 4 ist im Grunde genommen auch die EKG-Funktion möglich. Nur leider hat die bis jetzt auf sich warten lassen, denn Apple hat wohl versucht, eine europäische Medizinzulassung dafür zu bekommen und das hat etwas gedauert. Jetzt ist allerdings die Zulassung da und mit dem letzten Update auf das iOS, also Watch iOS, ich muss gerade nachgucken, 5.2 ist die Funktion auch auf der Uhr gelandet. Und das ist allerdings sehr interessant. Denn die Funktion soll ja helfen, Krankheiten zu erkennen, beziehungsweise frühzeitig ein Vorhofflimmern zu erkennen. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal hier, wie das Ganze funktioniert. Dazu. So, die Uhr befindet sich hier an meinem Handgelenk ganz normal. Gucken wir, wie ich mich ein bisschen besser positioniere. Und damit erschließt sich dann auch schon die Möglichkeit der Sensorik. Denn die Apple Watch selber hat ja unter der Uhr selber diese große Sensorik, mit der kann man dann schon Herzfrequenz bzw. den Puls und alles messen. Und der zweite Sensor, der halt für die unabhängige zweite Messung zuständig ist, der befindet sich hier in der Krone. Und zwar nennt Apple die Digital Crown. Und dadurch haben wir die Möglichkeit der EKG-Funktion. Die Besonderheit hier ist halt, dass zwei unabhängige Sensoren die den Herzschlag messen können und dadurch können halt dann diese Differenzen auch überwacht werden. Bis jetzt gab es nur die Herz-App hier, die konnte man schauen und da wurde dann die Herzfrequenz angezeigt und auch über den ganzen Tag bewacht. Wenn hier Meldungen oder Messungen außerhalb der Norm sind, dann warnt einen die Uhr und man kann dann letztendlich schauen. Und wie ihr seht hier, steigt sehr unterschiedlich an. Das kommt halt immer auf die Aktivitäten an. Hier wird halt auch überwacht, bin ich gerade aktiv oder nicht aktiv. Und jetzt hier mit 100 BPM ist er gerade ein bisschen hoch, aber liegt natürlich an der Videosituation, weil ich auch so ein bisschen verrenkt jetzt hier gerade sitze, um das Video zu machen. Ja, bevor ich euch jetzt die einzelnen Funktionen nochmal an der Uhr zeige, möchte ich euch erstmal hier auf diesen Tweet aufmerksam machen. Und zwar hat da ein geneigter Leser der FAZ dem FAZ-Redakteur eine Nachricht geschickt. Da geht es darum, dass ihm die Uhr anscheinend das Leben gerettet hat. Und zwar hat er die EKG-Funktion getestet und dabei wurde ihm angezeigt, dass er ein Vorhofflimmern hat und er möchte da bitte den Arzt aufsuchen. Jetzt dachte er wäre hier ein Hypochonder und hat es dann mehrfach probiert, aber hat dann immer wieder angezeigt und dann ging er halt dann sicherheitshalber doch mal zu seinem Arzt. Und der Arzt hat dann ein 12-Kanal-EKG gemacht, denn ihr müsst wissen, hier auf der Uhr, da machen wir ein Einkanal-EKG und hat dann hier festgestellt, dass die Uhr wohl recht hatte. Und jetzt muss er behandelt werden mit Beta-Blockern etc. Das heißt also, hier ist tatsächlich so gewesen, dass die Uhr ihren Zweck erfüllt hat und den Kandidaten zum Arzt geschickt hat. Also das ist ja schon mal absolut lobenswert. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Wenn ich die App öffne, also die habe ich mir jetzt hier in die Mitte gelegt, neben der Herz-App, dann ergibt sich hier folgendes Bild. Hier wird dann
im Grunde genommen dieses schöne animierte Herz angezeigt. Und dann steht hier, dass ich die Finger auf die Krone legen soll, die jetzt auch als Messinstrument dienen kann. Ein Kanalmessinstrument aus dem einfachen Grunde, unterhalb der Krone wird der Herzstrom hier gemessen im Prinzip auf dem Weg, also vom Arm. Und die Krone oder die Messung über die Krone findet dann durch den Finger statt. So habe ich gewährleistet im Grunde genommen, dass ich den größtmöglichen Abstand habe für die Messung, habe aber trotzdem natürlich nur einen Kanal. Wenn ich jetzt die Finger hier drauf lege, dann muss ich einfach nur ruhig warten, ruhig halten, parallel wird der Puls gemessen und dann 30 Sekunden warten. In den 30 Sekunden wird der Herzschlag analysiert, also hier wird geguckt, ob letztendlich von allen Seiten der gleiche Rhythmus kommt oder ob eventuell ein unterschiedlicher Rhythmus hier angezeigt wird und dann gibt es eine entsprechende Warnung. So, jetzt steht hier, dieses EKG weist keine Anzeichen von Vorhofflimmern auf. Also perfekt, kann also nichts passieren. Allerdings kommen ja auch etliche zusätzliche Warnungen, denn das ist natürlich kein Ersatz, um zum Arzt zu gehen und so weiter und so weiter. So, parallel dazu habe ich jetzt diese Meldung dann auf dem Telefon bekommen. Ich habe also hier, die App hat sich kurz gemeldet, Achtung, steht eine neue Messung zur Verfügung und kann jetzt hier auf dem Telefon die mir anschauen. Ich kann so ein bisschen detaillierter gehen. Und das Schöne ist, ich könnte die sogar als PDF für den Arzt exportieren. Das heißt, wenn ich jetzt einen Fehler entdecke und der Arzt ist vielleicht für mich per E-Mail oder ähnliches greifbar, dann kann ich ihm die schicken. Das dient sicherlich zu einer ersten Analyse, denn die Ärzte sehen halt schon anhand dieser Muster sehr gut, ob oder wie da irgendwelche Probleme entstehen. Und von daher ist das, denke ich mal, auch eine super Möglichkeit. Genauso fließen diese Daten insgesamt in die Health App ein und die dienen dazu, also diese ständige Überwachung der Funktionen, also aus der Sicht ideal. Ja, das war es eigentlich schon mit dem Video. Also ich finde die EKG-Funktion super. Ich muss dazu sagen, dass ich mir die Version 4 extra gekauft habe, um diese erweiterten Analyse und die erweiterten Sensordaten dann auch nutzen zu können. Ich hatte vorher die Serie 1, die funktionierte auch ganz gut, nur Apple hatte gerade am Anfang bei den Uhren selber noch gar keine eigene App dazu rausgebracht. Die haben erst nach und nach jetzt nachgebessert und die Health App dann auch installiert. Jetzt insgesamt als App sehr gut dasteht, sehr viele Daten zeigt. Man kann da auch seine anderen Angaben hinterlegen, wie Größe, Gewicht und Allergien. Und dann können Sanitätshelfer darauf zugreifen mit der Tastenkombination auf dem Power-Button. Also von daher alles gut. Ja, wollen wir gar nicht länger machen. Sollte euch das Video gefallen haben, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Habt ihr noch Fragen dazu, dürft ihr die gerne unten in die Kommentarfunktion schreiben. Ich versuche die dann alle wie immer zu beantworten. Und auf keinen Fall vergessen, den Kanal zu abonnieren.